Der schreckliche Verdacht einer jungen Frau führt Christian Reuter und seinen Kollegen Daniel Klattmann jetzt in einen Park in Nippes. Hallo. Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag, Larissa. Klattmann. Hallo, guten Tag. Sie sind die Frau? Ich bin Biggie Westfeld. Biggie Westfeld, Frau Westfeld. Guten Tag, hallo. Entschuldigung, ich habe Sie gerufen, weil ich mache mir richtig große Sorgen um meinen Bruder. Und okay. Zwar, er hat mich vorhin versucht anzurufen. Das habe ich nicht gehört. Und danach hat er mir eine Nachricht geschrieben. Ich kann Ihnen die einmal zeigen. Hilde, bin im Parlament. Politiker ist aber nicht. Nein, ich vermute, dass es die Autokorrektur war und es eigentlich so heißen sollte Hilfe. Zeigen Sie es dem Kollegen auch nochmal. Hilfe, ich bin im Park. Ich weiß es nicht, aber er geht oft im Park Basketball spielen. Deswegen bin ich hier hingefahren. Und jetzt war ich hier. Und dann habe ich hier sein Fahrrad gefunden. Das ist komplett zerbeult und ich habe sie gerufen, ja. Haben Sie versucht, ihn anzurufen? Der ist ja nicht mehr dran gegangen, oder wie? Ich bin dran gegangen, als ich versucht habe, ihn zu erreichen. Wie alt ist er denn? Mein Bruder, der ist 28. Also der ist schon, okay, schon älter. Der wird nicht einfach weggehen oder irgendwas. Und normal ist er immer hier. Ja, der spielt Basketball oft dann, da vorne. Lassen wir doch mal da gucken. Waren Sie schon mal da oder haben Sie jetzt nur hier? Ich bin jetzt hier stehen geblieben, hab Sie angerufen sofort. Fahrrad gesehen und dann angerufen. Hab Sie angerufen, ja. Alles klar, gut. Auf dem Platz spielen bereits mehrere junge Männer. Als Daniel Klattmann und Christian Reuter hinzukommen, droht in diesen Sekunden eine Auseinandersetzung zu eskalieren. Kennen Sie die Jungs denn hier? Ja, Jens. Hey, Jens. Hallo. Moin. Hi. Was ist los hier? Die Polizei. Die bescheißen uns mit dem Pumpen. Wir bescheißen mit dem Pumpen, okay. Alles klar. Die wissen ja, was wir machen. Wie lange seid ihr schon hier? Ganz spiele eine ganze Weile. Jens, es geht um Benny. Hast du Benny gesehen? Du spielst doch immer mit dem Ball hier. Ja. Benny ist weg, der hat mir Nachricht geschrieben. Ja, weil du spielst doch mit dem Basketball hier öfter, oder? Nicht gesehen, tut mir leid. Heute nicht, oder was? Aber Sie wissen, um wen es geht? Ja. Sie wissen, um wen es geht? Wir haben ihn auch nicht gesehen. Nein. Nee, sicher? Nein. Kennen Sie den Bruder von der Dame? Wem ist denn die Geldbörse hier? Ah, das ist meine. Jo. Gerade beim Kaufen. Runtergefallen hast? Ja. Und die anderen Klamotten, die Tasche da? Für euch. Das ist Bennys Tasche. Keine Ahnung. Das ist Bennys Tasche. Ja, dann. Ja, Leute, wenn ihr wisst, wo dieser Junge ist oder der Kumpel von euch ist, dann. Was ist los? Irgendwas stimmt doch hier nicht, oder? Also, ich weiß von nichts. Was für ein Kumpel? Ja, hier der Benny, mit dem ihr sonst immer spielt. Das sind Bennys Sachen. Ja? Ja, das sind. Ich denke an Benny. Das sind seine Schuhe. Jens, bitte sag mal. Habt ihr euch gestritten oder was? Benny Westfeld. Der lässt doch seine Tasche hier nicht mit Ausweis und so, lässt er doch nicht hier stehen. Habt ihr euch gezankt mit dem gestritten oder was? Nee, also ich nicht. Ja, ich meine, ihr habt jetzt gerade auch schon gezockt wie eine Pumpe. Da ist ja noch eins. Stimmt. Ist das auch sein T-Shirt? Können Sie mal hinterher gehen? Männer, was ist los hier? Das ist ein T-Shirt. Scheiße. Wollt ihr uns verarschen? Bisschen raus mit der Sprache, ganz ehrlich. Das ist jetzt hier kein Blödsinn. Ja. Hier ist die Tasche von dem vermissten Jungen und hier was ist das T-Shirt. Der haut da nicht ab und lässt dann Ausweis hier. Ja. Ja. Jens, Moment. Das ist Bennys Uhr. Zugestoßen oder was? Moment, das ist Bennys Uhr. Jens, willst du mich verarschen? Das ist doch Bennys Uhr. Ja, wir hatten, also ich sag's jetzt, also wir hatten letzte Woche ein Spiel gehabt. Da ging es um einen hohen Geldbetrag, praktisch. 500 Euro. Und hat es ernst genommen und gibt mir mein Geld nicht wieder. Und dann haben wir also ein bisschen gerangelt. Sein Team hat verloren und er soll jetzt. Da hat er mir den Ball zugeworfen und ich habe den nur abgewehrt. Und dann hat er sich schon ein bisschen verletzt, aber ganz harmlos. Gar nichts gewesen. Also Pillepalle. Und wie kommst du an die Uhr? Ja, die hat er mir als Pfand gegeben, weil er mich nicht auszahlen konnte. Ja, dann gib die Uhr mal bitte der Schwester. Und dann hat er einfach sein Shirt hier gelassen. So, und wo ist hat er denn? Mir aber als Pfand gegeben, bis er mich... Jetzt machen Sie mal was, das ist der Kollege sagt, ist, ganz einfach. Glücksspiel, das ist verboten. Über den Pfand oder 500 Euro reden wir später. Es geht jetzt erstmal darum, den Bruder wiederzufinden. So, braucht er irgendwie, ist der verletzt, weil der Blut am T-Shirt ist oder... Nee, der hat schon nur den Ball, ist gegen sich gekommen, ist eigentlich gar nichts passiert. Also ich habe ihn auch vorhin doch gesehen, also ich habe auch ein Video gedreht. Ich hätte da ein Video. So, warum kommst du jetzt erst mit? Ja, weil ich wollte es eigentlich uploaden, weil ich dachte irgendwie, der kackt da quasi bei der Frau, der war da unten. Verkackt bei der Frau? Ist er mit einem Mädel zusammen oder was? Ja, nee, das ist ein Video, also da habe ich...
Ja, ich weiß, was ein Video ist. Ja. Da steht jemand gut, im Hintergrund. Wo denn? Was siehst du da? Da gerade hinterm Baum. Ja, ja. Ja, ich dachte halt, der verkackt bei der Frau da, wo er wieder landen wollte, keine Ahnung. Und Benni hat da... Da hast du jetzt einfach mal so ein Video gemacht, weil du meintest, okay, es wäre witzig, wenn er eine Abfuhr kassiert oder was. Ja klar, und dann hätte ich es hochgeladen auf Facebook. Ich glaube, ich weiß, wer der Typ im Hintergrund ist. Ja. Das ist eigentlich... Das so, nimm mal erstmal dein Handy. Das ist sein bester Freund, vorne, oder nicht? Der beste Freund von meinem Bruder. Und Rieke war derjenige, der sich da... Also das, da der hinter dem Baum... Da ist ja auch der Baum und da ist ja auch die Decke oder was? Die Decke, ja. Die waren da unten. Und haben da ein bisschen rumgetuttelt. Ich könnte schwören, das war Rieke. Der Fall wird immer mysteriöser. Auf der Wiese finden die Beamten zwar die Picknickutensilien, von dem Pärchen fehlt allerdings weiterhin jede Spur. Das sieht aber nach Weiberkrams aus. Ja, ne? Aber auch nochmal eine Brieftasche. Mal die Brieftasche, bitte. Aber die Dame auf dem Video haben sie nicht erkannt, oder? Hat er denn eine Freundin? Soweit ich weiß nicht. So, das ist die Sabrina Eigentlich Kluge. Eigentlich erzählt er mir alles. Also. Sabrina Kluge. Ja, die könnte aber passen vom Bild her, ne? Ja, ja. Habe ich auch noch nie gehört. Das könnte aber passen. Namen. Hübsches Kind. Das gar nicht. Ja, nur ist natürlich mit zwei Mann hier absuchen, das ist natürlich ganz, ganz schwierig. Wir haben hier natürlich das Problem, dass wir hier eine Person jetzt suchen, die offensichtlich hier war. Wir haben mehrere Situationen hier auffinden können, die alle die darauf schließen lassen, dass sich die Person hier aufhält. Wir haben jetzt noch hier eine Strickjacke gefunden, offensichtlich von einer Frau mit einer Geldbörse. Wir werden jetzt den Nahbereich absuchen. Mehr können wir hier tatsächlich machen. Sollten wir nicht erfolgreich sein, müssen wir natürlich Unterstützungskräfte hier anfordern und weiträumig absuchen. Ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass das jetzt ihr Bruder da ist, oder? Ja, starkes Ding. Starkes Ding. Starkes Ding. Oh, Benni. Genau. Benni, oh Gott, Benni. Oh Gott. Wo ist der Typ? Wo ist der Ricky? Benni, was ist denn das? Hast du? Ja, Ricky. Soll ich ein paar Fotos machen? Vorher, egal, komm. Ja. Wo ist Sabrina eigentlich? So, Sie sind der besagte Benni. Ich bin Benni, ja. Wo ist der? Ich mach sie gerade mal los, warten Sie. So, warte, der Kollege hilft mir gerade. Bestimmt eine halbe Stunde hier. Wo ist denn der Ricky? So, einmal nach vorne. So, willst du sitzen bleiben oder kannst du aufstehen? Was passiert? So, komm her, steh auf. Jetzt. So. Der Ricky, wo ist der Ricky? So, jetzt, hey, erzähl uns eben, was passiert ist. Also, der Ricky hat mich verprügelt, ich wollte nur Sekt holen und dann... Ricky ist auch eigentlich ihr Kumpel, ne? Ja, der ist eigentlich mein Kumpel. Also wo ist der? Wir haben jetzt ein Video gesehen, dass Sie sich halt mit einem Mädel getroffen haben. Ja, mit der Sabrina. Wo ist die Sabrina? Hey, hören Sie mal kurz zu, okay? Video gesehen, da waren Sie mit einem Mädel am Gang, am Turteln, was auch immer. Und im Hintergrund haben wir diesen ominösen Ricky halt gesehen. Und der hat Sie so zugerichtet. Ja, ja. Ja? Also können wir die jetzt finden? Der junge Mann macht sich offenbar große Sorgen um die verschwundene Frau. Das unfassbare Motiv der Tat erfahren die Beamten bei der Suche nach der Vermissten. So, jetzt bleib mal kurz dran auf dem Meter. Okay. Chris, jetzt erzähl doch mal. In klaren, kurzen, knackigen Sätzen. Was genau hier vorgefallen ist? Also, Ricky und ich haben Basketball gespielt. Wir immer Basketball spielen. Dann war da dieses Mädel, Sabrina, wir fanden die beide gut. Haben gesagt, okay, wir spielen drum, wer gewinnt. Ihr spielt drum? Wir spielen drum. Okay. Wer gewinnt, kann sie ansprechen. Mhm. So, und dann habe ich halt gewonnen und habe mich zu ihr gelegt. Wir haben ein bisschen Picknick gemacht irgendwie. Dann habe ich gesagt, okay, ich gehe Sekt holen. Bin Sekt holen gegangen zum Kiosk. Auf einmal ist der Ricky auf mich zugeschossen gekommen. Hat mich angebrüllt, was der ganze Scheiß irgendwie soll. Hat mich total zusammengehauen. Und dann, Ricky, hat dir das angetan? Ja, Ricky. Ich hab's, keine Ahnung, wir sind beste Freunde halt. Hast du denn jetzt eine Vorstellung, wo kann er denn sein? Oder das Mädel, ist ja, die Sachen liegen ja da und das Mädel ist ja auch weg. Ich weiß es nicht. Also Ricky kommt immer mit dem Bus, keine Ahnung. Hat er hier sein Auto stehen oder was? Ja, ja. Dann lass uns mal nach dem Auto noch gucken. Du brauchst aber keinen Arzt oder so, du bist fit. Ja, ist okay. Ja, alles klar. Also eigentlich ist ein Eifersuchtsding. Ja, quasi. Muss es sein, ich versteh's halt selber nicht. Irgendwie. Guck mal, ist das der Bus da oder was? Der da so wackelt? Ja, das ist der Bus, genau. Okay. Was ist scheiß weg, hey, 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 hey! Hey, Polizei! Die Polizei! Hey, hey! Komm her!
Hey, Mann, raus. Lass in Ruhe, Mann. Komm raus, komm, scheiß da. Zieh raus, was? Zieh raus, Mann. Raus. Hey, die Polizei ist da, du Kackvogel. Ja, okay, Mann, beruhig dich. Mann, ey. Immer er. Hast du sie noch alle? Ah. Was willst du was von mir? Was ist los mit dir, Mann? Halt's Maul, Mann. Immer kriegst du die Mädels ab. Immer gewinnst du im Basketball. Hey, hey, ich will auch mal meinen Spaß haben, Mann. Immer du. Hey, jetzt auch zu Zetern hier. Guck doch mal, was du gemacht hast. Halt's Maul, Mann. Mit dir rede ich nicht mehr, Junge. Verpiss dich einfach. Aber mit uns solltest du jetzt reden. Mit dir? Verpiss dich, Junge. Kein Bock mehr auf den Scheiß hier. Das ist Ricky. Immer du die schicken Mädels. Immer du schön die Kolbe werfen. Und ich, Alter, verkack alle Bälle. Krieg kein Mädel ab und dann sowas, Alter. Ja, aber das sind ja leider... Hast du auch noch verdient, du Idiot. So kann ich auch nicht helfen, aber das ist völlig daneben, Ricky. Die Rettung durch die Beamten kam in letzter Sekunde. Die junge Frau steht immer noch völlig unter Schock. Wie geht's Ihnen? Ich bin ein bisschen aufgewühlt. Klar, brauchen Sie einen Arzt jetzt? Nee, ich glaube nicht. Ist das tatsächlich so, wie es jetzt aussah? Wollte er... Ja, ich wollte eigentlich nur ein Picknick machen. Ja, das haben wir mitgekriegt. Ja, und ich habe auf ihn gewartet, weil er Sekt holen wollte. Und dann kam dieser komische Typ vorbei und hat mich angemacht. Und ich habe halt kein Interesse gehabt. Und dann hat er angefangen, mir den Mund zuzuhalten und hat mich... Hier zum Auto halt gezerrt und dann haben sie den Rest. Und hier, ja, genau. Einen Arzt brauchen Sie jetzt nicht? Nee, ich... Gut, wir müssen trotzdem, also Sie müssen trotzdem mit uns kommen. Wir rufen jetzt die Kollegen, die fahren Sie dann auch mit zu unserer Wache. Und dann sind dann die Kollegen von der Kripo, da sind auch Frauen, wenn Sie sich dann lieber einer Frau da öffnen wollen. Und dann wird alles Weitere dann da gemacht. Und dann kann ich da auch wahrscheinlich direkt eine Anzeige erstatten. Dann machen wir schon automatisch. Okay. Der angestaute Frust des besten Freundes hat sich an diesem Tag auf fatale Art und Weise entladen. Das hat schwerwiegende Folgen für den jungen Mann. So, haben Sie sich einigermaßen beruhigt? So, Sie sind beschuldigt am Strafverfahren. Sie müssen sich jetzt erstmal gar nicht äußern. Wir fahren jetzt zur Wache. Ich will Ihnen erklären, wie es weitergeht. Da werden sich die Kollegen von der Kriminalpolizei um Sie kümmern. Wie gesagt, Sie brauchen sich nicht zu äußern. Und alles Weitere kommt dann. Haben Sie es verstanden? Ja, ich verstanden. Alles klar. Tschüss.